ursprünglich waren im Mittelalter Kleinwüchsige dafür bekannt, dass sie ja gerade für den König oft irgendwelche schauspielerischen und zirkusartistischen Tricks vorgeführt haben. Und da war mal einer dabei, Francesco hat er geheißen, war so italienischer, kleinwüchsiger Schnurrbartmann mit Zylinderhut und so. Und der hat den König dann ans vorgegaukelt. Also er hat ihn halt belogen auf die Frage, ob er denn mit der Prinzessin was am Laufen hat, hat er gesagt, nein. Der König hat aber zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass da was rennt. Und dann ist halt dieser kleine Zwerg den Königssaal entlanglaufen, um zu fliehen. Aber gerade weil er so kurze Beine hat, hat er dann eigentlich schon, war nach wenigen Schritten klar, dass der nicht so weit kommt. Und der König hat eigentlich nur die Hand ausstrecken müssen und hat ihn an den Haaren und sie haben ihn dann geköpft. Das ist eigentlich eine grausige Geschichte. Kann man aber nachlesen, wenn man es im Detail wissen will. Scheibster und die Buben. Was für eine geile Band.